Tilly, jetzt wollte heute neben meinem Mann sitzen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben unsere Eier-Sandwiches. Oh, lecker. Ja. Frühstücken wir jetzt mal in Ruhe und dann starten wir den Tag. So, ich mache gerade mal ein paar Kartons von gestern auf. Und unter anderem ist da ein Zalando-Lounge-Paket dabei. Und bevor ich die Sachen jetzt wegräume oder entscheide, was bleibt, wow, ich sollte den Spiegel mal wieder putzen. Diese Schuhe bleiben auf jeden Fall. Die sind so schön von Tommy. Ich wollte unbedingt mal rote Schuhe haben. Ich habe tatsächlich keine roten Schuhe im Schrank. Und für den Sommer sind die perfekt. Die sind richtig schön weich. Die Sohle ist auch schön so gepolstert. Also die ist so ein bisschen dicker. Also die bleiben auf jeden Fall. Die sind richtig süß. Dann bleibt auch noch dieser Gürtel von Calvin Klein. Ich habe jetzt ganz lange nach einem Gürtel gesucht, der beige-braun ist und der keine goldene Schnalle hat. Und das ist überhaupt gar nicht so leicht. Die meisten Sachen, die beige-braun und so weiter sind, haben irgendwie eine goldene Schnalle. Und ich bin ja jemand, der Silberschmuck trägt. Deswegen wollte ich unbedingt silberne Schnalle haben. Und den finde ich richtig schön. Also das ist hier auch nicht bedruckt, sondern so bestickt. Ja, mag ich ganz gerne, weil ich habe ja momentan auch so viel Beige geholt und da passt es dann halt eben am besten. Übrigens, falls jemand nach diesem Kleid fragen sollte, das war mal von H&M, aber gefühlt vor wirklich bestimmt 5 Jahren. Also so ein ganz lockeres zum Überwerfen Kleid. Und ich glaube, ich habe euch auch die Handyhülle noch gar nicht gezeigt. Die ist allerdings nicht echt. Das war auch von irgendeinem Shop, wo ich bei Instagram, wenn man durchscrollt, immer mal wieder Werbung bekommt, habe ich das gesehen und einfach mal auf gut Glück bestellt. Genau. Ansonsten das hier wieder wie immer von ID noch so. Ja, also das sind auf jeden Fall schon mal die 2 Sachen, die bleiben dürfen. Dann hatte ich mal nach Schlappen gesucht, die super duper comfy sind, die ich den ganzen Tag tragen kann. Dankeschön, Saru. Ja, die sind auch super gemütlich, die sind super schmutzig, die muss ich mal putzen. Was auch immer da passiert ist. Die ich wirklich draußen zu Hause tragen kann, beziehungsweise eher eigentlich für draußen, aber wirklich gefühlt dann, keine Ahnung, wenn ich damit eine Städtetrip machen würde, dass die gemütlich sind. Ich wollte halt gerne so entweder Birkenstock oder sowas in der Art. Die sind jetzt von Scholl und die sind einfach, das fühlt sich an, wie wenn der Schuh um einen Fuß gearbeitet wurde. Also so zu 100% passend. Also sehr, sehr, sehr comfy. Und ich wollte halt eben, dass vorne nicht nur, wie jetzt zum Beispiel bei denen, so eine Schnalle ist. Weil das gibt es ja auch von den Birkenstock oder von Scholl. Sehr schöne, da habe ich auch einige von. Aber ich wollte etwas dickeres, also wie jetzt bei denen hier, die aber trotzdem nicht extrem Oma-lastig aussehen. Also ich finde die echt, echt nice. Das ist jetzt natürlich komplette Geschmackssache, aber ich finde die klasse. Also egal ob sportlich oder zu einem irgendwie ein Sommerkleidchen oder so. I like it. Ja, die bleiben auch auf jeden Fall. Ach übrigens, dieses Weiße hier, das ist kein richtiges Leder, weil ich kenne das ja von zum Beispiel von den Birkenstocks, wenn man läuft, dann ist es sehr eng. Und bei denen ist es so, die geben nach. Das fühlt sich wie so, also wenn man die so anfasst, würde man denken, Leder. Ich habe mir hier übrigens eine Blase gelaufen gehabt. Aber wenn man läuft, dann geben die so nach. Also hier drinnen ist es zum Beispiel auch, ich zeige euch das mal, hier drinnen ist es auch nicht wie hier oben Leder, sondern so, schaut mal, so komplett weiches Material und es gibt dann komplett nach. Die fühlen sich einfach wirklich beim Laufen wie ein Traum an. Also die ziehe ich heute nicht mehr aus. So, so, so gemütlich. Sehr genial. Ach so, falls euch jetzt die Sachen interessieren, zeige ich euch gerade mal einfach die Nummern oder das, was ich hier halt eben stehen habe. Ich weiß nicht, ob es großartig was bringt. Das hier war jetzt vom Gürtel gewesen. So nennt er sich. Raffia. Dann die Tommy, also die rote Schuhe. Das ist das hier. Und die Scholl. Die heißen so. Und die passen auch, fallen perfekt aus. Also ich habe ja die Größe 40 und beide passen perfekt. Und dann hatte ich hier noch ein paar Sachen, die gehen aber zurück, weil ich es mir anders vorgestellt habe. Das ist einmal ein ganz simples T-Shirt. Ich wollte ein simples T-Shirt in beige. Aber das ist irgendwie relativ kurz. Also es fällt wirklich kurz aus. Dann sah auch dieses T-Shirt hier, das war von Levi's, relativ beigelich auf der Seite aus. Es ist aber eher rosa, das geht auch zurück. Dann wollte ich eigentlich mal so ein Sommerhütchen haben. Das gab es auch in verschiedenen Größen. Ich habe dann auf gut Glück einfach mal L genommen. Es ist leider viel zu groß. Und dann habe ich hier noch so, ich wollte einen Tanktop haben, in schwarz, einfach so basic.
Aber das geht mir gerade so unter der Brust. Also ich weiß nicht mehr genau, wie das auf dem Foto aussah, was ich da bestellt habe. Das ist mega kurz. Deswegen, die Sachen gehen zurück. Der Gürtel und die zwei Schuhe, die bleiben. So, es gab noch zwei weitere Pakete. Einmal habe ich hier eine Leinwand. Den muss ich mal gucken und aufspannen, beziehungsweise ein Tuch für eine Leinwand, so als Fotohintergrund. Da muss ich mal gucken, ob das taugt. Und dann habe ich hier solche Fächer bestellt. 60 Stück insgesamt. Die kann man hier so relativ klein zusammenklappen. Ich dachte gerade noch, oh Gott, die sind aber winzig. Aber wenn man die aufmacht, sind es halt so weiße Herzen. Und wir sind ja mitten im Juli, wird ja geheiratet, auch noch draußen. Das heißt, da gibt es keine Klimaanlage oder so. Deswegen sind solche Fächer, die anzubieten, eigentlich ganz gut. Ist relativ günstig gemacht. Das ist hier vorne einfach Plastik und hier einfach Papier. Die haben jetzt halt um die 20 Euro gekostet. Und es sind aber 60 Fächer. Also da kann man halt vom Preis her überhaupt nichts sagen. Wenn man irgendwie einen normal anständigen Fächer holt, da zahlt man halt locker mal irgendwie 10, 15 Euro. Und hier sind es halt 60. Und ich glaube, für so eine Veranstaltung ist es immer gut. Und letzten Endes erfüllen sie ihren Zweck. Die machen ordentlich Wind. Finde ich ganz schön. Ich glaube, ich werde die auch so ausgeklappt dann hinstellen in diese Körbe, die ich gekauft habe, dass man das auch sieht, was das ist. Weil wenn man diese Stäbchen sieht, vielleicht geht da nicht jeder drauf ein, aber so aufgeklappt, weiß man dann, aha, das könnte mir was Gutes bringen. Also ich finde es ganz cool. Ich denke, die bleiben. Ich habe sie jetzt gerade mal der Braut geschickt. Da soll sie entscheiden, ob die okay sind. Hallo ihr Lieben, da melde ich mich mal kurz. Ja, wir haben bis jetzt eigentlich so einen gechillten Sonntag. Wir haben in Ruhe zusammen gefrühstückt. Dann habe ich euch ja die ganzen Sachen gezeigt und ich hatte hier plötzlich meinen Putzwahn bekommen. wirklich einmal komplett das Haus durchgesaugt, gewischt. Tatsächlich aber nur den Erdgeschoss und erste Stock. Zweite Stock haben die Kinder nämlich gespielt, deswegen habe ich die Zeit ausgenutzt und direkt alles mal gewischt. Hier sah es aus. Dadurch, dass wir momentan alle barfuß rumlaufen und raus und rein und dann kommen, es liegt hier immer wieder Gras auf dem Boden oder sowas. Genau, die ganzen Pakete habe ich jetzt auch ausgepackt und verräumt und Wäsche gewaschen, die Bäder habe ich geputzt, keine Ahnung. Irgendwann war ich so fix und foxy, dass ich erstmal in die Dusche gegangen bin. Ich habe hier auch noch nasse Haare. Die lasse ich jetzt gerade einfach mal so trocknen. Genau, der Lias ist bei meiner Schwester drüben. Mein Mann ist irgendwie gerade hoch. Keine Ahnung, was er macht. Der Samu schläft. Wir haben mittlerweile 23:30. Genau, und eigentlich sind wir alle jetzt so ein bisschen am Chillen, beziehungsweise ich am Arbeiten, as always. Und wir warten eigentlich nur, bis der Samu wach wird. Und wenn er wach wird, dann ziehen wir los zu meiner Mama. Genau, das ist unser Sonntag. Und bis dahin, solange er noch am Schlafen ist, ich denke, dass er noch auf jeden Fall eine Stunde schlafen wird, vielleicht sogar länger, mal gucken. Und in der Zeit schneide ich einfach meinen Vlog und arbeite. Genau, ja, mehr gibt es nicht zu berichten, deswegen, ich glaube, ich zeige euch später einfach nur noch das Essen, wenn wir dann bei meiner Mama sind. So, heute denke ich mal dran. OOTD! Die Tasche ist von Louis, die Schuhe von Job. Das Kleid hatte ich euch ja mal im letzten Hauls gezeigt von H&M. Der Schmuck ist wieder komplett von meinem Hoch bis auf die Ohrringe und die Brille von Armani. Jo, das war wohl ein Satz mit X, nämlich nix. Ich habe gar nichts gefilmt. Super, oder? Also, I don't know, wir sind bei meiner Mama angekommen und haben eigentlich direkt gegessen. Es gab Reis und Hackfleischbällchen in Tomatensauce und danach Kuchen gegessen. Und also wirklich, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, in einer kleinen Wohnung zu wohnen. Also wie wir das damals mit dem Lias gemacht haben, wobei der Lias auch damals, als er klein war, jetzt kein wildes Kind gewesen ist. Also hätten wir damals den Samu sozusagen zuerst bekommen vom Charakter her, das wäre krass gewesen. Es wäre wirklich, wirklich krass gewesen. Also ich merke das immer wieder, wenn wir bei meiner Mama sind oder bei meiner Schwiegermutter, dass einfach, das ist krass, wenn man auf kleinem Raum. Und das sind ja an sich keine kleinen Wohnungen. Also meine Mama hat jetzt eine Drei-Zimmer-Wohnung, aber allein so dieses Aufenthalt, ist man ja meistens im Wohnzimmer. Und wenn dann wirklich die Möbel da stehen und die Kinder dann in dem kleinen Platz, was noch übrig bleibt, ihre Spielzeuge da ausschütten. Und oh mein Gott, weil meine Mutter hat ja auch so viel Lego-Zeugs.
extra da, wenn die Kids halt kommen. Und ja, Samu macht halt eben gut Party und Lias natürlich auch. Man ist gut beschäftigt. Ich habe auch gar nicht dran gedacht zu filmen. Ich hätte euch aber sowieso nur das Essen gezeigt von daher aus. Danach haben wir halt noch Kuchen gegessen, gequatscht. Die Kinder haben uns alle gut beschäftigt. meine Tante und der Dietmar, ihr Partner, waren überraschend noch da gewesen. Richtig cool, dass wir die mal wieder gesehen haben. Habe ich mich sehr gefreut und die Kinder auch. Genau, und das war es. Mehr ist eigentlich nicht passiert. Mein Mann ist so gegen 5:30 los. Der ist nochmal in die Frankfurter Innenstadt. Der trifft sich dort mit seinen Freunden, Patenonkeln von Lias und Samu. Nee, ich glaube nur mit dem einen. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall schauen die Fußball nämlich zusammen, genau. Und meine Schwester, die Jungs und ich sind noch ein bisschen geblieben. Ich glaube, wir sind so gegen 6.20 Uhr, 6.30 Uhr ungefähr losgefahren. Waren dann so um kurz nach 7 eben hier. Den Lias erstmal was zu essen gemacht und den Samu eigentlich direkt umgezogen, hingelegt. Der ist auch direkt eingeschlafen, der ist fix und fertig mit der Welt. Es ist natürlich, das Wetter macht einen noch zusätzlich wirklich ein bisschen gaga. Also es ist so heiß, unglaublich. Obwohl es heute gar nicht so heiß sein sollte, war es trotzdem irgendwie 30 Grad. Naja, auf jeden Fall Kids, Bett fertig gemacht. Und ich habe jetzt hier noch ein bisschen aufgeräumt, die Sachen. Meine Mama hat uns Essen mitgegeben und ich hatte hier noch von Paketen von heute Nachmittag noch ein bisschen was aufzuräumen und die Wickeltasche und den ganzen Zeug, was man halt eben mitnimmt, habe ich gerade alles mal aufgeräumt. Mich eigentlich nur ausgezogen und so ein lockeres Kleid drüber geworfen, weil es ist einfach unglaublich heiß. Ich habe den Ventilator hier direkt mal angemacht. Und ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen was arbeiten, aber ich bin echt müde. Wir haben mittlerweile 7:45. Jetzt durchs Aufräumen ist natürlich ein bisschen später geworden, sogar 7:50. Deswegen, ich lasse den Laptop jetzt mal zu. Was soll's, muss ich morgen halt versuchen, mehr zu arbeiten. Morgen ist allerdings die Kita zu. Ich weiß gar nicht, was die haben. Irgendwas haben sie. Morgen ist die Kita auf jeden Fall zu. Ich glaube, Fortbildung oder sowas. Genau. Ja, deswegen mal gucken, wie es morgen wird. Es soll ja die nächsten Tage nicht so tolles Wetter werden. Ist auf jeden Fall angeblich kühler und auch mit Regen angesagt. Aber mal gucken, es war ja heute auch angesagt und es hat sich ständig Stunde um Stunde verschoben. Jetzt ist es mittlerweile auf 8 Uhr verschoben. Bis jetzt ist noch nichts, aber es kühlt langsam ein bisschen ab. Ich habe mir hier gerade eine Schüssel Melone rausgeholt aus dem Kühlschrank. Die werde ich jetzt snacken. Das ist mein Abendessen. Und ja, ich werde jetzt Haus des Geldes gucken. Ich bin mittlerweile bei Staffel 4 angekommen. Unglaublich, ich habe es bald durch. Und dann warte ich eigentlich nur, bis mein Mann nach Hause kommt. Und je nachdem, wie spät es ist, gucken wir vielleicht noch was zusammen. Oder ich schlafe vielleicht auf der Couch ein. Ich muss auf jeden Fall warten, bis er kommt, weil er hat vergessen, seinen Schlüssel aus meiner Handtasche rauszunehmen. Deswegen, er hat keinen Schlüssel. Deswegen muss ich auf jeden Fall warten, bis er kommt. Aber der guckt nur das Fußballspiel. Das geht ja von 18 Uhr bis... Lange geht es? 1,5 Stunden. Vielleicht chillen die dann noch ein bisschen. Er braucht halt relativ lange hierher. Also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln braucht man eine gute Stunde hierher. Ja, deswegen vor 9 denke ich nicht, dass er zu Hause sein wird. Aber ich gucke hier mein Haus des Geldes. 1, 2 Folgen und dann ist er eigentlich auch schon da. Deswegen, ihr Lieben, wollte mich nur mal kurz melden, weil ich irgendwie ja gesagt habe, ich melde mich dann bei meiner Mama, aber habe es total verpeilt. Wir hören und sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Hallo, ihr Lieben. Einen schönen guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, wann auch immer ihr das Video sehen solltet. Wir sind jetzt gerade hier in Bad Homburg angekommen, wollen ein paar Sachen erledigen. Unter anderem wollte ich ja unbedingt zum Woolworth, wie auch immer. Der Samu ist jetzt nämlich, den habe ich gerade hingelegt zum Schlafen und jetzt bin ich mit dem Lias losgezogen, weil heute hat er die Kita zu und so kommen wir auch ein bisschen raus. Wir werden hier auf jeden Fall noch ein bisschen spazieren gehen, aber jetzt stehen wir erstmal vorm Woolworth und gehen da jetzt erstmal rein. Genau. So, ich bin jetzt hier gerade bei den Kerzen, weil ich suche ja immer noch gescheite Kerzenständer. Ich habe jetzt die gefunden. Weiß ich nicht, wenn ich hier so ein Jute-Band noch irgendwie drum machen könnte. Das Problem ist, ich brauche mindestens, wenn ich solche Teile jetzt nehmen würde, würde ich 35 Kerzenständer brauchen. Wenn ich so schlanke nehmen würde, sogar das Doppelte. Das
Problem ist nur, also hier ist es jetzt ganz günstig, aber im Internet keine Chance, gell? Katastrophe, die Preise. Deswegen, oh, hier gibt es so schöne Deko. So, jetzt sind wir hier bei Butlers. Auch ein absolutes Deko-Paradies. Mal gucken, was wir hier finden. Hm. Und von dem ist diesen Teller? Das ist Mamis Teller, das ist Lia sein Teller. Wir hatten jetzt beide ein bisschen Hunger bekommen. Wir sind doch noch mal ein bisschen länger hier unterwegs gewesen und Lias hat sich Pizza gewünscht. Und darüber habe ich mich natürlich gefreut. Er mag nämlich auch gerne Pizza essen, aber tatsächlich nur draußen. Zu Hause mag er es nicht. I don't know why. Und er mag immer mit Salami. Salami mag ich auch. Okay, Lias ist mir eingeschlafen. Das hat er sich übrigens rausgesucht. Ein Bügeleisen. Bei Bollwort. Jetzt ist er mir hier eingepennt. Wir sind jetzt aber gerade angekommen. Und der Samu ist wach. Hat mein Mann mir gesagt, hat gerade angerufen. Ja, jetzt muss ich ihn aber wecken. Wir haben nämlich 14 Uhr. Das ist eine blöde Uhrzeit zum Schlafen. Lilalei. So, wir sind wieder zu Hause und die spielen natürlich direkt hier mit dem Bügeleisen. Ich habe gar nicht großartig was gekauft, ich zeige es euch trotzdem mal. Ich habe hier so ein Unzeichen gefunden. Ich war nicht bei Butlers, ich war bei Depot, genau. Ich wollte eigentlich die Anfangsbuchstaben haben, aber einer der Anfangsbuchstaben hatten sie nicht, nur das eine. Deswegen dachte ich mir, okay, ich bestell oder hol's irgendwo anders. Aber dieses Unzeichen gibt es ja nicht so oft. Deswegen habe ich gedacht, das nehme ich dort schon mal mit, einfach in Gold. Genau, dann waren wir ja bei Woolworth. Ich habe da tatsächlich nur dieses Spielzeug für ihn mitgenommen und diese Box hier, die fand ich ganz cool. Weil wir haben irgendwie einen Mangel an Tupperboxen, keine Ahnung. Vor allen Dingen an größeren. Wir haben viele kleine, aber so große haben wir nicht. Und die ist relativ, also auch von der Tiefe her sehr schön. Und sowas hätte ich jetzt zum Beispiel nämlich gerne mal im Schwimmbad dabei gehabt. Also zum Beispiel für Melone, dass hier dann schon Besteck mit dabei ist. Hier ist nämlich noch mehr Platz. Hier oben, da könnte man noch irgendwie andere Snacks mit reinlegen. Also die fand ich ziemlich cool, deswegen ist die mitgekommen. Dann habe ich hier nochmal ein Bündel Trockenblumen mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen. Die waren auch vom, nicht Butlers, na, Depot, genau. Davon hatte ich schon welche mitgenommen bei unserem Blumenladen. Die hatten aber nicht mehr so viele. Ich hatte noch tatsächlich 25 Stück bekommen für meine 25 Vasen. Aber es ist schöner, wenn da 2-3 Stück pro Strauß drinne stecken. Und hier sind einige drinne. Das hat sich absolut gelohnt für 8,99 €. Also sehr, sehr genialer Preis. Und dann waren wir noch in so einem 1-Euro-Laden. Da habe ich halt geschaut, ob ich da noch irgendwie was an Deko bekomme. Ich habe jetzt hier ein bisschen was mitgenommen, auch für die nächsten Kindergeburtstage. Hier gab es zum Beispiel eine Zahl. 40 cm, auch richtig cool, dass es nicht so klein ist. Und das habe ich noch nie gesehen. Hier unten, schaut mal, ist auch so Luft, wo man reinpumpen kann. Und man kann dann praktisch die Zahl so hinstellen, schon direkt, anstatt irgendwie irgendwo hinzukleben oder sowas. Finde ich richtig genial. Wie gesagt, bei einem 1-Euro-Shop, wobei die Sachen haben nicht 1 Euro gekostet, sondern alle 1,10 € oder 1,20 €. Hier habe ich mal für den nächsten Geburtstag von Lias mitgenommen, für den nächsten Geburtstag von Samu eine 4 und eine 2. Nochmal eine große 2, weil die war riesig hier, 102 cm. Dann schon eine 3. Ich weiß, weit vorausgegriffen, aber kommt ja alles irgendwann. Dann habe ich hier noch eine 4 mitgenommen. Eine 2 gab es leider nicht mit diesem bunten. Hier hätte ich sonst auch mitgenommen. Dann habe ich zweimal Just Married mitgenommen. Fand ich irgendwie voll süß und halt eben für den Preis kann man ja gar nichts sagen. Also wird irgendwie auch in die Hochzeit mit eingebaut. Dann hier nochmal eine 4. Und eine 2. Das sind halt etwas... die sind jetzt 70 cm und für den Preis, also es ist wirklich der Wahnsinn. Deswegen habe ich jetzt einfach schon mal die nächsten Geburtstage einfach mitgenommen und dann bin ich abgesichert. Und hier habe ich nochmal so ein Just Married mitgenommen, so eine Girlande in Gold. Genau, weil Gold haben wir gar nicht so viel. Es ist wirklich dieser eine Schriftzug Ballon in Love und dann halt ein paar Ballons in Gold. Aber sonst haben wir gar nicht so viel Gold, deswegen habe ich gedacht, ich nehme das hier mal mit. Genau, und wie gesagt, für den Preis ist es halt echt eigentlich schon geschenkt. Ja, und das war's schon. Mehr habe ich leider gar nicht gefunden. Ich bin ja hauptsächlich losgezogen, weil ich immer noch nach Kerzenständern suche. Genau, ich würde total gerne lange Stielkerzen auf die Tische stellen. Am liebsten 2 pro Tisch, so nebeneinander, versetzte Höhe. Aber es ist einfach unendlich teuer. Also das günstigste, was ich davon gefunden habe, wirklich
egal ob eBay oder Amazon oder sämtliche Shops, wo es irgendwie Dekorationen gibt, von H&M bis über egal was, kostet so ein Dreier-Set mit so Stielen das günstigste 15 Euro. Das ist wirklich das wirklich günstigste. Und dann geht es wirklich weit nach oben. Und das mal 35 Tische ist ein bisschen teuer. Ich hätte am liebsten irgendwie eine kleine Form, wo man einfach eine Kerze reinstellen kann. Irgendwas, was trotzdem, dadurch, dass es ja wackeliger Untergrund ist, dass wenn man dran stößt, dass die Kerze nicht umfällt, es muss schon irgendwie ein bisschen Gewicht haben. Oder eine Vase, wo man Kerzen reinstellt, wo man zum Beispiel Wasser reinmachen kann. Oder irgendwie sowas. Aber was halt eben insgesamt vielleicht, ja, wäre schön, wenn wir unter 100, 150 bleiben würden. Was denn, Schatzi? Gummibärchen. Ach ja, die haben wir auch noch geholt beim 1-Euro-Shop. Die mag er total gerne, diese ründlichen. Aber nimm dir nur ein, zwei Stück, weil sonst will der Samu das auch haben. Hier, komm, nimm dir zwei Stück raus. Genau. Ja, jetzt ist mir noch eingefallen, ich habe auch schon beim Action geschaut und beim Andreas, wo wir da gewesen sind, und beim Teddy, also nirgendwo gibt's was. Was mir jetzt noch eingefallen ist, beim Kick hatte ich noch nicht geschaut. Und das Letztere, was ich gerade erklärt habe, dass man einfach eine schwere Geschichte nimmt, wo man dann eine Kerze reinstellt, was halt aber nicht hoch ist oder niedrig. Davon hatte ich eins gefunden. Und zwar bei Ernstings Family. Total überraschend. Und das Genialste, dass ein Teil gerade mal 1,99 Euro gekostet hat. Also ein Megapreis. Problem, sie hatten das in verschiedenen Farben. Also gelb und rot und blau und grün. Und aber auch durchsichtig. Das hätte mega gepasst. Aber von dem Durchsichtigen hatten sie original eins da gehabt. Jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß nämlich gar nicht, ob Ernstings Family einen Online-Shop hat. Da muss ich mich jetzt echt mal erkundigen. Ach, das hat gut getan. Ansonsten haben wir bei uns hier im Ort auch ein Ernstings Family. Da muss ich mal gucken, wie viel die davon da haben und ob die das bestellen können. Das wäre so mega, weil die sehen super aus, die erfüllen auf jeden Fall ihren Zweck und die sind günstig. Ich finde auch online nichts, das ist eine Katastrophe, ich verstehe es gar nicht. Also man findet schon was, aber dann kostet halt ein so ein Teil direkt irgendwie 10 Euro oder sowas. Ja, und das Ganze mal 35 für Kerzenhalter ist halt krank. Deswegen, am liebsten hätte ich halt diese langstieligen Kerzenständer halt, aber keine Chance. Unendlich teuer, habe ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass es so teuer sein kann, aber ja, kann das irgendwie. Deswegen, ich bin seit Tagen am Googlen und in allen möglichen Läden am Schauen nach Kerzenständern. Also es macht mich langsam crazy. Ich hoffe, ich finde bald was, weil ich kann das Wort Kerzenständer nicht mehr hören und nicht mehr eintippen. Also Katastrophe. Naja, deswegen, wir haben jetzt 20 vor 3. Ich denke, ich werde jetzt mal meine Schwester fragen, wie lange sie noch arbeitet. Vielleicht will sie mit mir und den Kids ein bisschen spazieren gehen zu den jeweiligen Geschäften, weil da laufen wir so 10, 15 Minuten hin. Dann springen wir, dann Ernstings Family und Kick sind nämlich nebeneinander. Und ja, das wäre ganz cool. Deswegen, das werde ich sie jetzt mal fragen. So, ich habe meine maximale Krise erreicht. Ich habe jetzt wieder, keine Ahnung, 1,5 Stunden nach Kerzenhaltern gesucht. Das hört sich so bescheuert an. Das ist ja wirklich so, weil die sind entweder, habe ich schon gesagt, entweder sind die zu teuer oder ich habe jetzt sogar welche gefunden, aber davon sind nur 15 Stück verfügbar. Bringt mir nichts. Ich brauche mindestens 34, 35 und am besten nochmal 2, also so 70. Und was mich am allermeisten ärgert bei so günstigen Seiten wie AliExpress oder dieses Wish und so weiter, kriegt man die hinterhergeschmissen. Die sind so günstig, aber niemand hat eine Lieferzeit vor Ende Juli. Ist das absolute Frühste. Die meisten sind eher im August. Ja. Funktioniert ja nicht. Ich brauche sie für Mitte Juli und eigentlich auch vorher, damit ich einfach safe bin. Also ich möchte nicht irgendwie was für Mitte Juli bestellen und dann kommen sie irgendwie nicht an. Also ich muss da schon safe sein. Und ich hatte ja gesagt, ich habe bei Ernstings Family welche gesehen.
Das sind aber so kleine Runde, wo man dann halt trotzdem so eine Stielkerze, heißen die so, ich weiß gar nicht, reinstecken kann. Davon habe ich jetzt auch mehrere noch gefunden gehabt im Internet, auf verschiedensten Seiten, aber es ist, sie sind meistens echt teuer, also das ist schon krass. Also ich hatte jetzt auch mal bei jemanden angefragt, der Hochzeiten organisiert, auch relativ bekannt ist, beziehungsweise auch noch bei jemand anderem. Und die vermieten auch. Aber das ist gar nicht so eine günstige Angelegenheit. Also muss ich echt sagen, dafür, dass sie es vermieten einfach nur, wollen die ganz schön viel Geld haben. Muss ich echt sagen. Also hey, ich hatte jetzt auch bei einer Freundin nachgefragt, die jetzt letztes Jahr im Sommer geheiratet hat. Die hatte auch eine Frau, die für sie dekoriert hat, aber auch nur die Hochzeitstische. Und das, also die hat mir die Preise genannt. Unglaublich, dafür kann ich 5-mal die Deko kaufen. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe nicht das größte Budget. Wir wollen halt so plus minus 1000 Euro ausgeben und das für 35 Tische und die komplette Deko. Also ich meine jetzt nicht nur die Tisch, die, also wirklich die komplette Deko von Tischdecke bis Tischläufer, Kerzen, Blumen, die ganzen Ballons, irgendwelche Girlanden und so weiter und so fort. Also komplett alles. Und ich dachte noch so, 1000 Euro kommst du locker hin. Mm-mm. Ich kratze schon ganz, ganz, ganz nah dran. Also ich habe jetzt schon, ich glaube, 600, 700 Euro oder sowas ausgegeben und habe bis jetzt wirklich nur auch wirklich das Nötigste gekauft. Ich habe jetzt nicht kein Schnickschnack noch dazu gekauft. Also alles, was wir geplant haben, uns aufgeschrieben haben, ich habe jetzt nicht einfach wild irgendwas mitgenommen. Also heute die Ballons habe ich mal durch Zufall mitgenommen, aber die haben 1,10 € gekostet. Das macht uns jetzt auch nicht ärmer. Aber trotzdem, also das ist schon nicht so einfach mit so einem kleinen Budget, wobei es auch nicht klein ist. Ich meine, es ist trotzdem viel Geld, aber alter Schwede. Also schöne, anständige Hochzeitsdeko kostet ganz schön Geld, muss man wirklich sagen. Also das ist knackig und wir haben schon wirklich günstige Sachen genommen. Es ist jetzt nichts dabei, wo wir jetzt Unmengen Geld ausgegeben haben. Ja. Naja, auf jeden Fall, meine Schwester kommt jetzt mit mir. Wir fahren jetzt nach Frankfurt. Es geht weiter. Und zwar war ich ja jetzt beim Woolworth, ich sag jetzt mal Woolworth, ja, Woolworth in Bocken, in Bad Homburg gewesen. Der war aber voll der Fail, also der war echt nicht so cool. Und ich weiß, dass der in Bockenheim in Frankfurt einfach genial ist. Der ist so toll. Und ich möchte da jetzt unbedingt hin, weil ich muss gewisse Sachen einfach abschließen. Ja, weil Lieferzeit ist halt teilweise echt lang. Ich habe noch ein paar Optionen, aber es wäre cool, wenn ich jetzt das, was ich mir vorgestellt habe, bei Woolworth noch finde. Deswegen, wir fahren jetzt nach Frankfurt, eiskalt. Meine Mutter ist auch gerade da, vielleicht treffen wir uns kurz mit ihr, weil sie ist ja jetzt dann auch erstmal am Dienstag fährt sie für 5 Wochen in die Kur. Da sehen wir sie sehr lange nicht mehr. Weil die ist irgendwo auf Sylt, also es ist schon auch ein Stück weit entfernt sozusagen. Da kann man nicht einfach mal kurz hinfahren und besuchen oder so. Deswegen mal gucken, wie wir es machen die nächsten Wochen. Aber so sehen wir sie dann nochmal kurz, gehen vielleicht ein Eis essen und dort auf jeden Fall zu Woolworth. Und vielleicht, wenn uns noch Zeit bleibt, zum Zalando Outlet Store. Aber das ist jetzt keine Prio oder sowas. Ich möchte hauptsächlich zum Woolworth, ja. Also wenn alle Stricke reißen, werde ich das von Ernstings Family nehmen. Ich habe nämlich gesehen, die haben einen Online-Shop und da kann ich das online bestellen. Das sind halt aber so kleine Runde, wo man die Kerze reinstellen kann. Das steht halt auf dem Tisch direkt, das ist halt so klein. Ich hätte halt gern irgendwas gehabt, was noch ein bisschen höher ist. Deswegen, ich bin unentschlossen, Leute. Was heißt, ich bin unentschlossen? Ich habe halt nicht so die Möglichkeit, jetzt irgendwie für Kerzenständer 200 Euro auszugeben. Das ist das Problem. Es wäre so cool, wenn ich Kerzenhalter, Kerzenstände finde und ich würde so im 100-Euro-Bereich bleiben. Schmerzensgrenze wäre 150. Das wäre die absolute Schmerzensgrenze. Weil ich habe schon 2 Kerzenständer bestellt für den Hauptbrautpaartisch und die haben jeweils 30 Euro gekostet. Das heißt, ich habe da schon 60 Euro ausgegeben. Aber das sind halt größere, wo insgesamt 5 Kerzen reinpassen, dass da einfach mehr Party bei denen auf dem Tisch ist. Da ist es mir auch wert,
Aber für alles andere muss ich echt dran knabbern. Ja. Katastrophe, Leute, ich sag's euch. Deswegen, ich werde jetzt auch gleich mal die Braut anrufen, noch mal ein paar Sachen mit ihr besprechen. Was ihr da mehr gefällt und was ich da irgendwie dann zaubern kann. Das ist halt immer so schwierig. Wenn ich jetzt nur danach gehen würde, was mir gefällt und ihr wisst ja, bei mir ist mehr, ich würde so viel auf den Tisch hauen. Also mit Tischdeko und machen und tun und so weiter, aber ja, man muss halt im Budget bleiben und das ist schwierig. Ich hätte mal Lust, so eine richtig krasse Hochzeit zu organisieren. Da wäre es auch egal, ob es Outdoor oder Indoor ist. Und wo man wirklich sagt, so Amanda, mach. Also jetzt nicht übertreiben, man muss jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, viel Tausende von Euro Budget haben, aber schon so, dann mit, also wirklich so mit Kerzenleuchtern und richtig, also ich hätte auch so gern mit Pampasgras und so, zum Beispiel so Glasteller und so goldenem Besteck und, also goldenen Farben, aber nicht Gold, aber so goldenen Farben und. Ich würde so ausrasten, aber da bräuchte man locker für so 100 Gäste bestimmt 4.000 Euro. Locker am Budget. Und vielleicht sogar noch mehr. Das ist verrückt. Oh Gott. Da merke ich wieder für meine eigene Hochzeit, weil ich bin ja, bei meiner eigenen Hochzeit würde ich komplett eskalieren. Da merke ich wieder, ich glaube, wir müssen erst in so 3-4 Jahren heiraten. Ich muss 3-4 Jahre sparen dafür. Oh Gott. Naja, auf jeden Fall machen wir uns jetzt auf den Weg. Meine Schwester ist noch kurz Gassi. Mein Mann hat gerade Feierabend gemacht. Und dann fahren wir gleich nach Frankfurt. Yuppie. Ich habe gar keine Lust irgendwie, weil ich total müde bin, aber muss. Wir waren äußerst erfolglos in Frankfurt. Deswegen brauchen wir jetzt unbedingt ein Eis. Und jetzt geht es schon wieder ab nach Hause.